Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force 2. Und wir sind nun endlich in unserer Suite angekommen nach einem langen Umweg. Was gibt's denn hier so alles so Schönes? Dort geht es zum Badezimmer. Die Wanne sieht eher wie ein Schwimmbad aus. Oh, geil. Da will ich drin baden, wenn es wirklich wie ein Schwimmbad ist. Ich wette, so ein Bad darin fühlt sich nach dem Skifahren super an. Ein Bademantel. Ich dachte, das wäre so ein Kung-Fu-Anzug oder so, falls man hier mal Bock auf, weiß nicht, auf Kung-Fu hat. Habe ich jetzt erstmal gedacht. Der Bademantel, ach, ein Bademantel, der sieht nach reich und erwachsen aus. Das sieht doch aus wie so ein Kämpferanzug, den die da beim Kung-Fu doch immer tragen. Ein Gemälde des berühmten Wilson Corey. Es trägt den Titel Hinreißend eleganter, wunderbar bezaubernder Schneeberg. Na gut. Ein luxuriöses Bett, darin soll man angeblich traumhaft schlafen. Ich spüre eine leichte EM-Strahlung. Lass uns das später untersuchen. Okay. Ich spüre da aber nichts. Nein, da habe ich eine Geheimwelle übersehen. Aber das sind ja eh die, die jedes Mal respawnen. Also kann man die nicht übersehen, weil die kommen immer wieder. Draußen ist herrlichstes Winterwetter. Oh Mann, Schnee ist weit das Auge reicht. Es ist so weiß, dass man fast das Gefühl hat, blind zu werden. Ist das nicht eher nur eine Projektion? Weil das sah jetzt nicht so krass aus. Frische Laken und flauschige Decken. So wird das Bett in einer Suite, so wie das Bett in einer Suite sein muss. Hä, was ist das? Oh geil, es hat sich mal wieder gelohnt, mit allem zu reden. Und ich sage, diese Power-Upgrades, die werden uns doch sowas von helfen. Und okay, da nichts. Hier liegt eine goldfarbene Broschüre. Da steht etwas über die Suite, das Hotel und über Skilaufen drin. Na gut. Eine wunderschöne Blattpflanze. Warum dekorieren die Menschen ihre Zimmer mit Blättern? Ich nehme an, weil es hilft, sich zu entspannen. Aber esst sie nicht auch Blätter? Ja, aber diese Blätter hier nicht. Hm, wer weiß. Wenn solche Basilikumblätter sind, dann immer her damit. Ich liebe sowas. Eine wunderschöne Blattpflanze. Vor allem in Tomatensoße. Oder, ja, doch vor allem dort ist das richtig gut. Oder im Salat. Und was haben wir hier? Ein Computer, ein brandneues Modell. Der Monitor sieht cool aus. Einfach mal so ein Hologramm. Es scheint so, als gäbe es hier auf dem Planeten überall Computer. Die Menschen können ohne sie nicht mehr leben. Ja, ist schon wirklich so. Ja. Sieht nach teurem Geschirr aus. Ich fasse es lieber nicht an. Möchte nicht, dass es kaputt geht. Na gut, was haben wir hier? Diese vollautomatische Küche lädt förmlich zum Kochen ein. Mama würde alles für eine solche Küche geben. Vielleicht kannst du dir eines Tages eine kaufen und sie überraschen. Na gut, ich frage mich, wie man sowas überraschen kann, weil man das erstmal unauffällig irgendwo hinbringen muss. Boah, was ist das denn jetzt? Habe ich so ganz plötzlich, vielleicht kennt ihr das beim Einatmen, auf einmal verschluckt man sich. Deswegen trinke ich auch mal kurz was. Ah, schon besser. Ich habe mittlerweile bei jeder Aufnahme hier immer so eine Flasche Wasser neben mir stehen und jedes Mal brauche ich die auch. Weil irgendwie bin ich ja immer mal in jeder Aufnahme mal kurz vorm Verrecken. Ist ja nichts Neues. Dort geht es zur Toilette. Passend zur Suite ist sie total edel. Ey, voll edel, ey. Ich dachte, sowas würde eher der Rich.com im Mund nehmen. Und wer bist du? Das war ja in einem Pokémon Alpha Saphir Part von mir, da habe ich es aber rausgeschnitten. Da war ich wirklich total auf einmal, da habe ich total einen Hustanfall bekommen. Ich weiß echt nicht, was los war. Bin einfach mal so ein paar Mal aufgestanden, hab große Schlüssel genommen, dann war es aber wieder weg. Keine Ahnung, was da los war. Hallo, hey, der Tisch hier ist eine Materiewelle. Nur zu, stell irgendwas auf mich drauf. Nur zu. Na gut. Die Couch. Auf der Couch kann man sicher gut schlafen. Das sind wahrscheinlich auch Materiewellen, diese Couches. Na gut, so kann man auch eine Küche unauffällig transportieren. Boah, was das alles für einen Umzug und so vereinfachen würde, wenn man einfach alles so materialisieren und entmaterialisieren kann. Da wären Umzüge mal einfach und nicht zeitaufwendig. Öffne die Tür, Kleiner. Okay, was ist das? Sieht wie eine Art Schloss aus. Da hat wohl jemand an der Tür rumgefummelt. Wer will denn so etwas tun? Vielleicht der uns die Suite nicht gegönnt hat. Du wirst sie wohl mit Gewalt öffnen müssen.
Ich versuch's mal. Mit dem Kopf gegen die Tür. Eins, zwei, drei. Bäm! Mit dem Kopf, ja, oder mit dem Arm. Du hast dir die Hand gebrochen. Ey, Leute, kommt rein. War das nicht Gios Stimme? Und jetzt erstmal chillen. So richtig krass. Er kann nur reingekommen sein, wenn er sich in Mega Man verwandelt hat. Vielleicht. Warum hast du dich in Geo zurückverwandelt? Du solltest immer als Mega Man herumlaufen. Egal, was haben wir denn hier? So ein schönes Zimmer. Das nenne ich eine kuschelige Suite. Hier gibt's sogar eine Küche. Willkommen in der Hotel Suite. What? Ich werde mich während ihres Aufenthalts hier um sie kümmern. Oh, was ist das? Ich bin ein Materienwellen-Concierge. Keine Ahnung, Concierge? Heißt das so? Kenne ich nicht das Wort. Die kann mich auch Mr. Mousetage nennen. Schon, das passt schon besser. Das ist also der Concierge. Ich kann kein Französisch. Klingt lecker. Kann man dich essen? Mich essen? Nein, du kannst ihn nicht essen, Bud. Wahrscheinlich ist er dann total verstrahlt, wenn er das dann macht. Die Wikipedia sagt, ein Concierge, whatever, kümmert sich um das Wohl der Gäste. Er wird während eines Aufenthalts für dich sorgen. Sehr richtig, junger Herr. Zum Personal gehören noch mehr Materiewellen, damit es mehr Arbeitslose gibt. Sie stehen ihnen jederzeit zur Verfügung. Die Gäste mit hohem Konnex haben wir viele besondere Angebote, aber nicht für welche mit niedrigen, denn so ist unsere Gesellschaft. Mit einem Konnex von 500 und mehr bekommt man auf Wunsch kostenlose Köche und Musiker. Meine Dienste sind stets gratis. Es gibt nichts über das Hotel, was ich nicht weiß. Wenn Sie etwas über die vielen Maschinen oder Materiewellen wissen möchten oder etwas nicht verstehen, fragen Sie mich einfach. Okay. Ziemlich beeindruckend. Ich wünschte, wir hätten Zeit zum Entspannen. Aber unsere Ermittlungen warten. Wir werden ja alles von oben bis unten durchsuchen. Du findest das total spannend, hm? Allerdings. Was dagegen, wenn ich im Futopia mit dem Durchsuchen anfange? Ach, jetzt kapiere ich. Die Antwort lautet nein. Du willst ja nur hin, um zu essen. Gio, du guckst dir Futopia an. Bei dir bin ich sicher, dass du dich nicht ablenken lässt. Alles klar. Aber ich warne dich. Vernachlässige ja nicht deine Pflichten, um dich voll zu stopfen. Ja, aber da oben gibt's einen Burger King und einen Mc's und einen Pizza Hut und KFC. Wie soll ich mich da nicht ablenken lassen? Ich muss ja sagen, es gibt ja mal diesen Krieg zwischen Burger King und McDonald's. Welches ist besser? Ich finde ja beides gleich gut. Also es gibt Sachen, die esse ich bei Mc's lieber, aber es gibt ja auch andere Sachen, die ich bei Burger King lieber esse. Da bin ich irgendwie, finde ich beides gleich gut. Keine Angst. Wir werden uns dann den Rest ansehen. Ich entscheide nach unserem Aufbruch, wer wohin geht. Zu Befehl! Oh! Gio, wir gehen. Okay. Aber was ich meistens nur mache, ist dann, wenn auch nur die Angebote nehmen. Weil so diese Menüs einzeln... Oh, Gio. Und unterbrech mich nicht. Auf jeden Fall, wenn man sich mal was gönnen will, kann ich auch mal so ein Menü nehmen. Aber sonst nehme ich lieber diese Angebote, weil man da einfach viel mehr für viel weniger bekommt. Das ist schon... Epic, weil ich da so Handy-Apps für oder diese Gutscheine, die man per Post auch öfter mal bekommt. Denk an den Yeti. Keine Angst, ich fass schon auf mich auf. Sehr gut. Okay, bis später. Na gut, dann auf nach Futopia. Entschuldigung, ich habe da etwas vergessen. Oh, sind sie jetzt allein? Also es sind doch keine logisch funktionierenden Maschinen, sonst würden die nichts vergessen. Ja, die anderen sind schon gegangen. Wie ungünstig. Also es scheint doch so eine Art von Lebewesen zu sein. Ich muss sie noch über die Ski informieren. Die Ski? Ja, mein Herr. Die Gäste mit einem Konnex von mindestens 20 sind sie gratis.
Mindestens 20. So viel habe ich. Dann werde ich Ihnen sofort welche geben. Die Ski besteht aus Materiewellen. Ich hoffe, Sie können sie gebrauchen. Ich schicke die Daten an Ihren Star Carrier. Bitte sehr. Ja, das ist natürlich nett. Gio erhält Materiewellen Ski. Ich danke. Aber sind die Pisten nicht geschlossen? Ja, aber da haben Sie allerdings recht. Aber das sind denn Materiewellen Ski. Die kann man überall benutzen, solange man draußen ist. Ach, die dürfen wir sogar behalten. Cool. Probieren Sie die bitte draußen aus. Ganz schön redselige Materiewelle. Das gehört zu seiner Arbeit, Mega. Ich werde mir dann mal Futopia ansehen. Was ich zwar schon gemacht habe, aber gucken wir es uns nochmal an. Und hier haben wir wieder diese zwei komischen. Und der ganz komische fehlt hier scheinbar. Ja, okay, in Futopia ist immer noch nicht viel los. Mit den Leuten haben wir schon geredet, aber irgendwie scheinen die wieder nichts zu haben. Was gab's hier nochmal? Ach so, noch hier gab's ja Eis. Oh, was ist denn hier los? Oh, Post. Post für mich. Ich habe Post bekommen, da freue ich mich. Ach, jetzt sogar Skype. Öffnen. Hey, das ist gar kein Bild. Hallo? Hallo? Wer ist da? Du bist Gio Stellar. Du willst etwas über die Lawinenunglücke herausfinden, oder? Wer ist das? Woher weißt du das? Ich weiß noch mehr. Zum Beispiel, wer dich aus der Suite ausgesperrt hat. Ich weiß das, weil ich das war. Was? Warum? Wer bist du? Ich glaube, ich sollte mir lieber wieder den Ghetto-Akzent geben, weil ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich schon willst das wirklich wissen, ja? Ey, dann triffst mich am Brunner am Hotel-Eingang. Ja, ich schwarte, ey. Ey, lass mich nicht warten, sonst komm ich mit meiner fetten blinkenden Kette und hau dir nur drüber. Ja, doch besser gesagt, du triffst mich ja am ES-Brunnen, ne? Ja, am des Brunnens. Oder einer von diesen zwei Frauen. Das würde ich sogar eher glauben. Weil dieses Hihi, das sagt ja schon alles. Aufgelegt. Woher kannte er mich? Das gefällt mir nicht. Da ist doch etwas faul. Könnte eine Falle sein. Dann lass uns mal los. Was? Du sagtest doch, dass es eine Falle sein könnte. Deswegen gehe ich ja auch hin, YOLO. Und wenn wir eine verdächtige Person sehen, dann bringen wir sie dazu, uns alles zu verraten. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Aber... Stell dich nicht so an, wir gehen dahin. Mann. Ich weiß nicht, es hat echt, wer das sein könnte. Ja, natürlich die. Ich habe jetzt erstmal einen anderen Charakter gedacht, den wir noch nicht kennen. Ja, die ist das. Also es gibt jetzt drei Personen, die ich unter Verdacht habe. Einmal eine von diesen zwei Frauen, den Richie selbst oder eine Person, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Finden wir es jetzt heraus, würde ich sagen. Es war am ES, meinst du jetzt aber damit im ES? Ich glaube, dass jemand gemeint ist. Schon bald wird die Grizzly-Spitze Herrn.com gehören. Der Name ist immer noch sicher, lächerlich. Na gut, aber jetzt sind wir auch noch nicht direkt am Brunnen. Ah, jetzt hier. Hier ist das schon eher gemeint. Aber hier ist niemand. Niemand da. Ja, und es wirkt auch nicht, als würde uns jemand beobachten. Na gut, das... Ich verstehe es nicht, wenn jemand sagt, ich fühle mich beobachtet, weil man kann das auch schlecht bemerken, weil es sei denn, es macht jemand so richtig auffällig, man achtet so richtig drauf, aber wenn es jemand unauffällig macht, das weiß man doch nie. Wenn es ein Meisterspion ist, der sich total gut tarnen kann. Puh, ein Glück. Aufgepasst, lauf! Was? Tu's einfach! Hä? Was zur Hölle? Das war knapp. Fast hätte es sich erwischt. Dann war der Anruf. Der war eine Falle. Was zur Hölle? Wenn das dieser Rich.com war, ist er echt, geht er echt so weit, dass er uns einfach umbringen will? Naja, zum Glück ist nichts passiert. Ich wüsste zu gerne, wer mich da gewarnt hat. Und wer ist das? Oh gut, du bist okay. Ja, danke. Sei vorsichtig, es gab ja schon einige solcher Vorfälle. Das
war einer von diesen Lawinen, oder? Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Warte mal! Du bist dieses Mädchen, der Skiengel! Ich hab dich im Radio gesehen! Du bist Amy Gelande! Ach, von der haben wir ja schon oft was gehört. Ja, stimmt. Du trainierst gerade für dein nächstes Rennen, oder? Du bist so cool, ey. Ich hab dich überall gefollowt, wo es nur geht und abonniert und so. Ach, stimmt ja nicht. Ich bin nur ein ganz normales Mädchen. Stimmt ja nicht. Du bist... Wow. Ich hab mich doch gar nicht vorgestellt. Ich bin Geosella. Danke, dass du mich gerettet hast. Kein Problem. Schön, dich kennenzulernen. Wow, Amy Gelande. Wer auch immer das sagt. Ach, natürlich die beiden. Nee, die drei. Das sind sie wirklich? Das sagt mir nämlich die Sekpedia. Amy Gelande. Du bist mein größter... Was? Du bist mein größter Fan? Ist das nicht... Hä? Die ist doch nicht sein Fan. Das ist doch umgekehrt. Ja, egal. Ich lasse es mal so stehen. Was zur Hölle? Du bist mein größter Fan, das heißt, Amy Gelande ist Buds größter Fan, so gesehen. Okay. Willst du nochmal? Danke. Was machst du hier, Amy? Ich trainiere hier. Oh, echt? Hat er doch gerade erst gefragt, hat ja gesagt. Und jetzt, warum sagt er jetzt, oh, echt? Der Dialog ist irgendwie komisch. Das heißt ja, dass du gar nicht... Nein, wegen der ganzen Probleme konnte ich nicht trainieren. Und ich habe bald ein wichtiges Qualifikationsrennen. Wir werden alles tun, um dir zu helfen, Amy. Ihr seid echt süß. Das ist, glaube ich, das falsche Wort. Gio? Pris, was ist los? Du bist los, Gio. Solltest du nicht mal im Futopia sein, um die Lawinen zu untersuchen? Stattdessen versuchst du dir ein Date klarzumachen. Pris, der hat dich nicht um ein Date gebeten. Er hat sich nur unterhalten. Halt dich da raus, Butt. Ja, warum wird jetzt auf einmal so wütend? Ich will wissen, warum er ein Mädchen flirtet. Und mit Mädchen flirtet. Moment mal, ich hab das gar nicht mit der Art gemacht, Pris. Guck dir mal den Typ in Wilshire an. Das ist richtiges, unproduktives Flirten. Aber nicht sowas, was ich hier mache. Ich habe doch ganz normal nur geredet. Ich kann nicht glauben, dass du mit einem Mädchen flirtest. Während wir dabei sind, die Lawinen zu untersuchen. Ey, komm schon. Das gibt dieser Dialog hier, diese Cutscene. Ich will nicht wieder an gewisses andere Spiel erinnert werden. Dadurch. Dafür ist das Spiel einfach zu gut. Das habe ich nicht. Amy hat mich gerettet. Ich verstehe. Sie hat dich gerettet, um dich kennenzulernen. Die Masche kenne ich. Ich finde es auch schon lustig, wie er schon zwei Promis praktisch total gut kennt und total Homies sind und so. Nein, das ist alles ein Missverständnis. Oh, du nimmst sie auch noch im Schutz, Gio. Fris, beruhige dich. Zack, was fällt dir eigentlich ein, dich da einzumischen? Vergiss es einfach. Das Mädchen hat auch allen den Kopf verdreht. Ihr solltet euch was schämen. Wenn ihr sie alle so gern habt, dann verbringt doch den Rest des Urlaubs mit ihr. Ja, okay, lieber mit ihr als mit dir, ganz ehrlich. Die wirkt wenigstens total sozial und hat uns schon einmal das Leben gerettet, obwohl wir die noch nicht kennen so wirklich. Und was machst du? Du kommandierst das nur rum, obwohl wir auch schon mal die ganze Welt gerettet haben. Die haben wir übrigens auch beim ersten Teil gerettet und ihre Eltern mit. Das rechnet ihr uns auch nicht an. Ist ja auch völlig egal. Ja, da haut sie ab. Ja komm, geh weg, dich will eh keiner. Ganz ehrlich. Oh, sie dreht durch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, überhaupt nicht. Wenn Pils erst in Fahrt ist, dann ist sie kaum zu beruhigen. Ja, mach dir deswegen keinen Kopf, Amy. Außerdem sollten wir uns um den Riesenschneeball hier kümmern. Was den angeht, ich glaube, den hat der Yeti auf dich geworfen. Wie meinst du das? Ich sah den Schneeball kommen und dachte, was ist das denn? Da sah ich ihn, den Yeti. Doch dann war er weg. Und ich dachte, ich hätte mir das nur eingebildet. Mega, glaubst du das? Ja, sieh dir den Schnee mal mit deinem Visualisierer an. Okay. Dann machen wir das mal. Aha. Was ist das? Ein EM-Virus. Ich wette, dein Yeti lebt in der Wellenwelt.
Sieht so aus. Hey Gio, es gibt noch andere Leute, denen das gleiche passiert ist. Die Leute haben nicht nur Angst, sich frei zu bewegen. Die Sache ruiniert auch noch das Geschäft. Okay, aber es steht ja schon mal fest, dass diese Assistentinnen da vor dem Richie-Data stecken. Sonst hätte ich das nicht so beobachtet und so gelacht. Und die hat wahrscheinlich auch den Anruf gemacht. Jemand muss was unternehmen. Ich muss was unternehmen. Es gab noch zwei weitere Fälle. Ich melde dir später, wo das war. Hier draußen ist es gefährlich. Ihr solltet gemeinsam zurückgehen. Alles klar, Gio wird sich um die Sache kümmern, Amy. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber meinst du, dass du klarkommst? Ach ja, keine Sorge. Also gut. Los geht's, Mega. Jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Wir werden den Yeti schon finden. Na gut. Oh, und das schon die Mail. Dann lehnen wir uns auch mal direkt durch. Was diese Schneelawinen angeht, es gibt eine Stelle vor dem Hoteleingang und zwei Stellen in Futopia. Sei vorsichtig. Na gut. Dann machen wir das erstmal. Ich habe euch eigentlich im letzten Part ja einen Bosskampf versprochen. Ich glaube, der muss dann noch ein bisschen warten. Weil das habe ich völlig vergessen. Naja, ist auch schon wieder ewig her, wo ich das Spiel das letzte Mal durchgezockt habe. Kümmern wir uns um die Viren, die für das Chaos verantwortlich sind. Ja, machen wir sie fertig. Mal los. Okay. Oh, diese Schneeballviren. Aber das trifft sich ganz gut, denn wir wollten ja noch, Karten von denen haben. Ach, das waren die Gegner. Nein, ich hasse die. Das sind solche behinderten Gegner. Ihr seht schon, aber die haben eine ziemlich innovative Art, wie man gegen die kämpfen muss, wie ich finde. Oh, nice. Und komm. Smashing, Butt Smashing. So, damit auch direkt dann der Anfang ausgewählt wird. Ach, aber die hinterlassen keine Karte. Gut, hier ist alles in Ordnung. Dann schnell weiter. Die laufen sogar schneller hoch als runter praktisch. Das ist irgendwie lustig. Stimmt, das waren diese Schneeballgegner. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und das kann nervig sein mit denen. Komm, Konter. Ah, schade. Aber den kriegen wir tot. Unser Buster ist jetzt ja auch verstärkt worden, da wir das entsprechende Item bekommen haben. So, komm her. So. Sehr gut. Hier in Futopia sind ja noch zwei Stellen. Wäre ich stark, würde ich dem Yeti zeigen, wer der Chef ist. Aber du bist nicht stark, okay. Da. Ja, aber echt schade, dass sie keine Karten geben. Das ist voll doof. So. Und, ich hätte ihn aber nicht treffen können. Also ich hätte gar nicht beide auf einmal besiegen können oder so. Weil der eine war dann ja noch, und ich soll nicht wieder Button smashen. So. Nice. Weil die waren ja so hintereinander, dass ich nicht beide auf einmal hätte aus dem Schneeball rausholen können. Okay, gut. Dann fehlt jetzt noch eine Stelle. Und ach, da ist sie auch schon. So schön von hinten überraschen. Und wieder zwei Schneebälle. Was? Ja, warum nicht? Ach man, schade. Ich hätte jetzt so viel Schaden machen können an beide. Aber es war ja doch ein bisschen zu schnell. Oh, das sollte richtig stark gegen die sein. War sowas von. Denn. So. Nice gekottert und komm, Schaden zufügen. So. Wir haben aber viel Schaden gemacht auch. Das ist nicht so toll. Auf jeden Fall haben wir das nun auch noch hinter uns. Okay, hier ist alles in Ordnung. Okay, Post. Wow, der ganze Schnee wurde anscheinend weggeräumt. Alles dank Mega Man. Wir warten auf dich in der Hotellobby. Na gut, dann gehen wir dann auch dorthin direkt, denn dort bin ich auch eingepulst. Da passt es ja. Ich sollte auch mal mehrmals speichern zwischendurch. Das vernachlässige ich immer so sehr. Wir können jetzt auch theoretisch, ich glaube, das war ein Wilshire, dort nochmal das nächste HP-Upgrade holen. Aber das machen wir jetzt, wenn wir hier fertig sind. Was gibt's denn hier dann? Gut, und die anderen sind also... Wer ist das?
Der sieht sehr mysteriös aus. Der sieht so ein bisschen aus wie L aus Death Note, nur halt mit weißen Haaren und ein bisschen ernster. Ja, L, wirklich cooler Charakter. Was? Du gehörst hier nicht hin. Ich versuche hier so ein bisschen wie Shadow zu reden. Hä? Wenn dir etwas in dein Wohlergehen liegt, solltest du aufhören, dich in der Wellenwelt herumzutreiben. Und verschwinden. Woher weiß der das? Wovon redest du? Vorsicht, Kleiner. Der Kerl hat eine irre EM-Aura. Für wen hält sich der Typ? Ich kann deinen kleinen EM-Körper bestens hören und sehen, Freundchen. Na, wer zur Hölle bist du? Steckt der etwa hinter den Problemen? Er sieht nicht gerade wie der Yeti aus. Ich bin nicht der Yeti. Mich interessiert das Hotel nicht. Aber deine Anwesenheit nervt. Also hau ab! Was will der? Ja, wir machen dir ja schon Platz. Und jetzt geh, du machst mir Angst. War sehr interessanter Charakter. Unglaublich, dass er mich ohne Visualisierer sehen konnte. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Dass jetzt selbst wir können ja nur mit anderen, ja die anderen ja nur sehen mit Visualisierer und der ganz ohne und ohne Verwandlung und nichts. Der war ja nur ein ganz normaler Mensch. Er sah aus, als wäre er in meinem Alter. Wer er auch ist. Wenn wir ihn nochmal treffen, ist er fällig. Hier ist niemand fällig, Mega. Hast du eine Ahnung, wer oder was das war? Nee, sah für mich wie ein normaler Mensch aus. Oh. Hey! Ja, da sind die ja. Und Luna hat natürlich wieder keinen Bock. Du bist die Riesenschneebälle losgeworden, Gio. Scheinst du. Und der Yeti, hast du ihn gesehen? Nö. Ich glaube, Richie steckt dahinter. Ach, echt. Aber wir haben keine Beweise. Ich werde mal ein Wörtchen mit ihm reden, wenn ich ihn finde. Ist voll kaputt, ey. Aber pass auf Haftbefehl auf. Für Amy tue ich alles. Auch wenn ich dadurch Ärger bekomme. Daher weht also der Wind. Oh, das Essen ist sogar mal wichtiger als Essen. Okay. Ich kloppe Zack. Hey, Kinder. Ach, der Hotelbesitzer, der wäre auch sehr nett zu uns. Ich habe gehört, ihr habt euch um diese riesigen Schneebälle gekümmert. Vielen Dank. Aber wie habt ihr das nur geschafft? Fragen Sie Gio. Okay, na gut, danke. Jetzt kann ich die Pisten wieder öffnen. Und wir werden die Sache mit einer Veranstaltung in Futopia feiern. Eine Veranstaltung? Ja, ein Wettessen. Oh ja, so viele Big Macs auf einmal. Jeder darf teilnehmen, solange möchte jemand von euch gerne mitmachen. Oh, ich. Du siehst noch einen guten Esser aus. Du wirst garantiert eine gute Show liefern. Ich weiß jetzt gerade voll die Beleidigung. Naja. Da fällt mir ein, habt ihr über Amy geredet? Meinen Sie Amy, die berühmte Skifahrerin? Hey, das ist zwar ihr Hotel, aber warum interessiert sie sich so für Amy? Ganz einfach, weil sie meine Tochter ist. Das sieht man auch an unserer Augenfarbe. Ich habe gehört, ihr hattet euch angefreundet. Ich wollte mich dafür bei euch bedanken. Moment, ihr Vater? Ich habe ihren Vater angeschrie... Es ist aus. Die Wikipedia sagt, du kannst das Spiel auch nicht neu starten. Und es ist schwieriger als jeder mögliche Endboss. Ich dachte, ihr hättet unsere gleichen Augenbrauen bemerkt. Jedenfalls meinte Amy, sie würde sich das Wettessen ansehen. Oh, das ist die Chance. Ich bin dabei, Herr Gelande. Jetzt dreh gleich nicht durch, Boot. Schon okay. Ich hoffe, dass ihr und Amy jede Menge Spaß haben werdet. Na gut, okay. Stimmt, bei dem Wettessen, da passiert noch was Schönes. Oh, ich bin aufgeregt. Das ist deine Chance, um sie zu beeindrucken. Mit Essen. Wollen wir uns jetzt Futopia ansehen? Klar, aber sollten wir nicht erstmal nach Place sehen?
Sollten wir, aber sie hat garantiert immer noch schlechte Laune. Kann sein, aber ich will zuerst zu ihr. Okay, ich bleibe hier und passe auf, dass das Boot nicht durchdreht. Das ist auch, glaube ich, gut so. Ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt in der Suite irgendwo rumschillt. Aber ich würde sagen, wir sehen dann erst im nächsten Part nach hier und dann gucken wir uns dann dieses Fest in Foodtopia an. Und dann kommt der wirklich versprochene Bosskampf, den ich eigentlich im letzten Part versprochen habe. Na gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ihr seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann.